Stellvertretend für deine drei Schwestern wünsche ich dir und allen zukünftigen Besatzungen allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und taufe dich auf den Namen Fährbär. Es ist eine Taufe der besonderen Art. Fährbär Nummer 3 und Fährbär Nummer 4 brechen am Montag zu ihrer Jungfernfahrt auf. Zusammen mit ihren beiden Schwestern Schiffen Fährbär 1 und Fährbär 2 sind sie deutschlandweit die ersten solarbetriebenen Fähren im öffentlichen Personennahverkehr. Betrieben werden sie im Auftrag der BVG von der Weißen Flotte Stralsund. Das Schiff ist komplett emissionsfrei. Wir haben keinen Verbrennungsmotor an Bord. Das, was wir hier machen, ist 100% CO2-frei. Die Fähren verfügen über Elektromotoren, die während der Fahrt über Solarzellen auf dem Dach mit Energie versorgt werden. Zusätzlich werden die Batterien nachts an die Steckdose angeschlossen. In puncto CO2-freier Personentransport auf dem Wasser ist Berlin damit klarer Vorreiter. Wir müssen moderne Techniken haben, denn nur die sind Stück für Stück umweltfreundlicher als die alten Techniken. Aber auf der anderen Seite muss es bezahlbar sein, nicht nur für die BVG, sondern natürlich auch für die Fahrgäste. Eine der ersten Fahrgäste ist Taufpatin Gabriele Senftleben vom Netzwerk Behinderter Frauen. Sie ist von der zunehmenden Barrierefreiheit im ÖPNV begeistert. Vor 20 Jahren war alles eben noch so schwierig, auch mit der BVG zu fahren. Und das hat sich alles ganz prima verbessert mit Rampen, mit Aufzügen, jetzt hier mit der Fähre. Die neuen Elektrofähren bieten Platz für 35 bis 49 Passagiere, 2 Rollstühle und 10 Fahrräder. Sie sind mit rund 8 km/h unterwegs und das deutlich leiser als ihre Vorgänger. Sie bedienen die Linien F11, F12, F21 und F23 und sind mit BVG-Ticket nutzbar. In diesem Sinne, Fährbär, ahoi!